So, da sind wir jetzt auch schon wieder zurück. Und wir sind noch bei dem Kühe. Wo ist die Kuh hin? Alter, du scheiß Kuh, ich sag's dir, du bleibst. Wo bist du? Die ist nicht ernsthaft jetzt irgendwo da verreckt, oder? Oh nee, die ist jetzt nicht dahinter gelaufen vor allem. Ja, ist klar, läuft bei dir. Oh, habe ich ein Schwert dabei? Natürlich nicht. Hallo? Hallo? Ihr seid doch sicher ganz lieb. Und du bist so lieb. Ja, genau, du bist keine Baumkuh. Geh da sofort wieder runter, verdammt. Ach Gott, die... Du bist ja schlimmer als... Was weiß... Bist du... Musst du jetzt unbedingt laufen, Alte. Du willst... Ich weiß, du willst... dorthin geschoben werden. Ja, komm, spring da hoch. Boah, du scheiß Spinne, du verpiss dich jetzt. Nein. Los, Kuh. Du willst dahinter, du willst dahinter, du willst dahinter. Du willst dadurch. Du willst dadurch, ich weiß es. Los. Beweg deinen faulen Arsch. Oh, die Kuh kommt auch. Hä, die war doch gerade noch. Oh, ich dachte. Hä, wo kommt denn die Kuh jetzt her? Habt ihr den schönen Wurf gesehen? Wo musst denn du hin? Du musst erstmal darüber. Und das hat ja super funktioniert. Ich habe sogar mein Feld kaputt gemacht. So. Gut, ihr zwei Süßen wollt also da rein, ich weiß doch. Los. Oh, ist das schwer mit euch. Los. Ich mach hier mal einen Stein hin. Und crafte mir jetzt mal ein bisschen was. 2, 3. Warte, nee, so mache ich es. Und dann kommen. Oh, so, das dürfte reichen. Wo sind die? Da sind die. Und dann noch einmal den da. Damit ich hier noch ein Zauntor habe. Gehst du da rein? Cobblestone. Den da. Nein. Echt. So. Dann kann ich auch diese scheiß Strömung da ausmachen, die mich die ganze Zeit nervt. Aber das Wasser lasse ich natürlich. Das mache ich jetzt so. So. Und ich habe auch wieder eine Spitzhacke, wenn ich mich recht erinnere, genau. Und das da oben sollte ich erstmal abbauen, sonst erschlage ich die Kühe mit Kies. So. So. Dann kriegen die noch einen größeren Stall. Muss da überall Kies sein. Zack, 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 zack. Gut. Der Cobblestone, irgendwie denke ich immer, das ist Cleanstone, aber... Das ist anscheinend doch kein Cleanstone. Also, es wäre kein... Ach Gott, was erzähl ich schon wieder für einen Dreck, ey.
Lass mich da hoch. So. Ja, Mu. Mu. Ich habe plötzlich noch eine Fackel für euch. Und dann kommt hier noch schnell Erde rein. Ich sehe schon genau, dass irgendeine Kuh wieder da reinspringt. Alter. Du gehst da schön weg. So. Oh Gott. Und hier eine Fackel hin. Und das Weizen sollte hier bitte mal wachsen. Dann habe ich hier noch ein Raw Steak. Das kann ich braten. Wo ist das Steak hin? Da ist das Steak hin. So. Was könnte ich jetzt machen? Erstmal das hier anbauen. Ich habe das sicher hier irgendwo gleich einen Strand. Da vorne. Genau. Dann kann ich hier so ein bisschen anbauen. Das dürfte schön reichen. Aber das sieht natürlich auch super toll aus. Das muss ich irgendwann mal wegmachen. Aber sonst finde ich erstmal das Zuhause nicht mehr. Der backt die ganzen Zeit einen Stein rum. Das sieht auch toll aus. Was mache ich denn als nächstes? Ich habe leider keine Knochen, sonst würde ich jetzt das Weizen wachsen lassen. Damit ich die Kühe vermehren kann. Warte mal, ich mache... Ach Gottes Willen. Ich nehme das da. Und das. Und brat mir mal ein bisschen Holzkohle. Und so lange kann ich dann noch mir eine Axt machen. Das ist Gravel, das ist Cobblestone. Eine Axt machen. Ja. Und mir ein bisschen Holz holen. Damit ich hier auch was. Ah, Gott! Ich bin gerade aber auch echt zu dumm zum Scheißen. Ah, hier sieht man, was passiert, wenn Bäume zu nah beieinander sind. Und dann nicht alle abbaut. Weil ein Stamm wirkt hier auf die Blätter in einem bestimmten Umkreis. Und dann kann es einfach sein, dass er von dem anderen Baum noch die Hälfte der Blätter da hält. Und es sieht dann einfach komisch aus. Dann mache ich mir hier mal so eine freie Fläche, dann kann ich da so ein kleines Haus hinsetzen vielleicht. Der Baum ist mir auch irgendwie ein bisschen komisch da. Den tue ich auch mal weg. So, da ist eine Rose. Wie süß. So. Hm. Tu mal alle Bäume um die Lava weg. Ist mir einfach zu gefährlich. Zack. Das ist die zum... Oh, der war aber sehr hoch. Ganze zwei Holz. So. Oh, wo, wo. Ich denke immer, wie langsam ich mit so einer Steindings bin, aber dann schaue ich unten hin und habe plötzlich schon ein halbes Deck Holz. Ist schon heftig. Fällt mir auf, dass ich schon lange nicht mehr richtig Survival gespielt habe, also zuletzt am Together Network. Bin ich ja nicht bis zur Diamantaxt gekommen. Weil da musst du einfach dastehen und so abbauen und dann denkst du dir, oh, noch ein bisschen mache ich und plötzlich hast du irgendwie 3 Stacks Holz. Vor allem beim Dschungelbaum geht es immer richtig schnell. Wenn du da oben drauf stehst und dich runterbaust. Da hast du ruckzuck
2 Stacks Holz. Oder 1,5, glaube ich. Gut, dann gehe ich wieder schlafen. Den nehme ich mal irgendwo noch mit, falls ich irgendwo einen Baum hinpflanzen muss. Und dann go to sleep. So. Okay, noch ungefähr 5 Minuten habe ich. Und da ist meine Kohle gebrannt. Ich habe hier noch ein paar Sticks, dann mache ich erstmal die zu. Torches. Und ich mache mir eine zweite Kiste. So. Ich werde mir dann auch den Inventory Tweaks Mod holen, damit ich hier besser sortieren kann und alles. Und dann leuchte ich hier in der Schlucht mal ein bisschen aus. Und ich baue eine Treppe aus Dirt. Jetzt habe ich natürlich meine Schaufel weg. Eine Treppe aus Dirt will ich bauen. Was war das? Achso, ich verhungere. Aua. Komm, irgendein Baum hat sich an Apfel getroppt. Oh Gott. Apfel. Komm schon. Ich brauche Apfel. Äpfel, eher gesagt. Und warum bin ich jetzt heiser? Verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht, Mama. Ich habe mich jetzt entschlossen, ein Singleplayer-Let's Play zu machen, weil das einfach besser im Voraus aufzunehmen ist. Und da ich euch regelmäßig Videos bieten will, ist es einfach sinnvoller. Und jetzt wollte ich mir die Dirt rausnehmen und die Schaufel. So. Und hier treffen. Dann hole ich mir hier mal noch Dirt. Gut, dass hier so viel ist. Sonst müsste ich erstmal hier oben dann alles verschandeln. Also verschandle ich lieber in der Schlucht, weil hier könnte ich dann zum Beispiel auch mein Kistenlager rein tun. Ist eigentlich eine gute Idee. Weil das sieht dann auch nicht so höhlenartig aus. Eigentlich ganz geil. Und da ist Kohle. Die hole ich mir dann irgendwann mal. Und hier ist sicher auch noch irgendwo Eisen in der Schlucht, das ich mir holen kann. Wow, ich sehe zwar gerade keins, aber da ist sicher noch irgendwo welches. So. Flop und flop. Und dann, was wollte ich denn machen? Genau, eine Dirt-Treppe. Da darf ich jetzt einen Cobblestone mit der Hand abbauen. Und den Stein auch noch mit der Hand. Zum Glück dauert es nicht so lang. Zack. Oh Gott. Los. Oh Gott, beeil dich mal, du Scheiß. Ich baue jetzt einfach die Dirt-Treppe entlang. Oh. Ich muss da auch noch hochkommen. Ich glaube, ich baue sie nach dort oben. Zack, 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 zack. Zack, zack. So. Und dann einfach noch Fackel hin. Mal gucken, ob das was hilft. Gut.
Dann hoffe ich, dass da schön das Gras runterkommt. Ich hoffe mal, es funktioniert so, wie ich es mir gedacht habe. Es könnte besser funktionieren, wenn ich das noch so machen würde. Vielleicht. So. Ich hoffe mal. Und da ist doch tatsächlich noch ein Apfel. Aber den hebe ich mir auf. Wenn ich mal genug Essen habe, dass ich mich voll essen kann, dann gehe ich dann mal in der Nacht Skelette jagen. Dazu brauche ich erstmal hier genug Äpfel. Ich könnte mich natürlich auch selbst umbringen, aber das will ich nicht. Das wäre cheaten. Ich stelle mir da oben mal ein bisschen Pflanzen auf. Dandelion. Hier sowas, sowas und sowas. Ich habe keine Ahnung, ob die sich irgendwie ausbreiten. Oder ob die brennen oder sowas. Sehen wir dann. Aber wäre natürlich schön, wenn die sich ausbreiten. Dann tue ich sie jetzt mal ein bisschen verteilt hinsetzen. Und Sandflower haben wir sowieso noch eine. Und Dandelion haben wir da ganz viele. So. Gut. Ah, ich habe noch eine Idee, was ich jetzt mache. Warte, die Schaufel habe ich gerade dabei. Bloß aufpassen, dass ich nicht in die Lava fall. So. Zack, zack, zack. Gut. 24. Reicht es? Könnte reichen. Ich nehme hier noch ein bisschen was mit. So. Ach du Scheiße. Jetzt geht's bloß wieder hoch. Vielleicht habt ihr schon so ein bisschen gesehen, was ich vorhab. Und die Zeit ist schon wieder um. Ich tue das noch schnell in den Ofen. Und schau, wie weit meine Grastreppe schon ist. Oh, das sieht doch gut aus. Es geht schnell. Aber der hat immer einen Abstand gemacht, okay. Wenn er meint. Frag mich, wie ich dann die Schafe darunter locken soll. Ach, egal, kriege ich dann schon irgendwie hin. Und warum wächst der Scheiß dann nicht? Ich mache hier noch ein bisschen heller und gehe dann jetzt schlafen. Und damit verabschiede ich mich dann auch. So. Ich dachte, es wäre Nacht. Hallo? Nee? Ja, dann verabschiede ich mich damit. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und tschüss und bis zum nächsten Mal.